Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video außer der Reihe. Natürlich kommt trotzdem nächsten Monat noch ein neues Video. Ich weiß nur nicht, ob es pünktlich kommt, aber es kommt auf jeden Fall ein neues, richtiges Video. Heute dreht sich allerdings alles um die Video Days 2015 in Köln. Viel Spaß! Ich gehe davon aus, dass so ziemlich jeder von euch weiß, was die Video Days sind und worum es dabei geht. Auf jeden Fall war ich da dieses Jahr zum ersten Mal auch dabei in Köln und wie das natürlich so ist, ich bin zum ersten Mal dabei, also kriegt ein riesiger Shitstorm aus. Meiner Meinung nach auch ziemlich berechtigt, sind sehr viele der Meinung, dass es sehr unorganisiert war. Für diejenigen, die es nicht wissen, der Video Day ist immer auf zwei Tage aufgeteilt, auf den Community Day und den Show Day. Am Community Day ist mehr so Meet and Greet und haben halt die ganzen YouTuber ihre Autogrammstunden und am Showday ist die große Bühnenshow in der Lanxess Arena drin. Gegen den Showday habe ich allerdings quasi überhaupt nichts einzuwenden. Der Showday war wirklich Bombe, da war wirklich riesen geile Stimmung. Also der war wirklich top, da ein großes Kompliment an die Organisatorin. Der Community Day allerdings war... Es war quasi überhaupt nichts ausgeschildert und es waren viel zu viele Menschen. Der Community Day war auch in zwei Timeslots aufgeteilt und zwar konnte man einmal Karten kaufen von 10 bis 14 Uhr und einmal von 15 bis 19 Uhr. Und dann gab es auch YouTuber, die also ich hatte den Timeslot von 10 bis 14 Uhr und dann gab es auch YouTuber, die halt von 10 bis 12 Uhr da waren und welche von 12 bis 14 Uhr. Und das war quasi wirklich schlecht. Dieses ganze System mit den Timeslots war wahrscheinlich dafür gedacht, dass weniger Menschen auf einem Haufen da sind. Weil insgesamt konnten 15.000 Karten gekauft werden und so waren halt an einem halben Tag quasi nur 7.000 Menschen da. Aber auch 7.000 Menschen war viel zu viel. Man kann es nicht schaffen, dass 7.000 Menschen in 4 Stunden jeder einzelne ein Autogramm von seinem Lieblings-YouTuber kriegt. Das geht einfach nicht. Unmöglich. Das hätte ich natürlich vorher auch nicht sagen können, weil ich noch nie auf den Video-Days war, geschweige denn in der Lanxess Arena. Aber die Organisatoren, die das schon 5 Jahre hintereinander gemacht haben, die hätten doch wissen müssen, dass das zu viel ist. Eindeutig zu viel. Es war so ein Gedränge, irgendwann musste sogar der zweite Stock abgesperrt werden wegen Gedränge. Da wäre nämlich auch nochmal Melina gewesen und ein paar andere YouTuber. Ich persönlich würde nämlich einfach vorschlagen, dass man den Community Day auch auf 2 Tage aufteilt, weil sonst eskaliert das einfach so krass. Also das ist halt die ganze Video-Days insgesamt 3 Tage sind, 2 davon Community Day und einer Show Day. Dass der Community Day immer noch 2 Timeslots sind, aber ein Timeslot sind nicht 4 Stunden, sondern ein ganzer Tag. Ich will natürlich auch nicht, dass die YouTuber da jetzt den ganzen Tag rumsitzen, die dürfen natürlich schon ihre Pausen haben, das ist natürlich voll klar, aber dass die halt schon alle da sind und dass 7000 Menschen auch alle ihre Autogramme kriegen, also in 4 Stunden kann man sowas gar nicht schaffen. Aber wie gesagt, der Showday war wirklich Bombe, da war wirklich riesenkrasse Stimmung, auch wenn es mal ein paar technische Defekte gab. Aber sowas kann man ja auch eigentlich nicht verhindern, gehört auch dazu und so schlimm war es jetzt auch nicht. Also Showday wirklich top, Community Day eher so ein bisschen Flop. Was ich allerdings auch super fand, ich musste mein allererstes Autogramm geben. Das finde ich natürlich ganz krass, besonders als so kleiner YouTuber ist das natürlich was ganz Großes, so das erste Autogramm und so. Ja, und dann würde ich sagen, war es das von mir. Schreibt gerne mal eure Meinung zu den Video Days in die Meinung, falls ihr dort wart. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten richtigen Video. Und dann würde ich sagen, ciao.